Servus Leiden, ich habe von meiner Lehrerin ein paar Fragen zum Thema Covid-19 bekommen und die werde ich jetzt in diesem Video beantworten. Meine Meinung zur aktuellen Weltlage ist, Gott sei Dank sind wir nicht so stark betroffen wie unser Nachbarland Italien oder auch andere Länder. Wir können zwar jetzt unsere Verwandten nicht besuchen, wie vor allem unsere Großeltern sind sehr betroffen. Ja, man muss halt mit dem auskommen. Man sollte halt auch nicht wegen jedem Scheiß einkaufen gehen, sondern einmal ein bisschen einen größeren Einkauf machen, der zum Beispiel eine Woche lang hält. Und dann, wenn wir zusammenhalten, werden wir den Covid-19 besiegen. Also ich persönlich verfolge die Medien nicht extra wegen Covid-19. Ich schaue zwar manchmal in die Medien hinein, ins Internet, aber was man da liest, ob es richtig ist oder falsch, weiß keiner. Und deswegen überhäufe ich mich auch nicht von Medien. Ich bleibe einfach zu Hause und schaue auf meine Gesundheit. Ich finde, mein Tagesablauf hat sich sehr verändert. Ich stehe um eine Stunde später auf. Dann gehe ich mal was essen, dann schaue ich, dass ich 5 Stunden für die Schule arbeite, dann gibt es Mittagessen und dann gehe ich hinaus in den Wald, wie man es hier auch sehen kann. Ich kann in den Wald gehen, es ist mein eigenes Grundstück. Andere in Städten müssen in der Wohnung den ganzen Tag hocken, da habe ich schon ein Glück. Also ich hätte lieber Schule. In der Schule kann ich mich besser konzentrieren und kann mir auch die Aufgaben besser einteilen. Also mein Feedback an meine Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben jetzt ja natürlich das neue Classroom, Google Classroom. Ich finde es besser wie die Aufgaben auf der Homepage. Es ist übersichtlicher und man kann auch sehen, welche Aufgaben man gemacht und welche man nicht gemacht hat. Die Kommunikation funktioniert mit den Lehrern auch sehr gut und ich lobe die Lehrer sehr, denn die haben sich sehr umstellen müssen und müssen schauen, dass die Kinder was zu arbeiten haben.